Hallo und herzlich willkommen hier zur heutigen Folge bei Zirkal Egmont Thüringen, Version 3.1. Ich werde jetzt die Traktor wieder vom Mist abfahren, stellen und alle neuen Kurs antreten. Ich habe ja nun hier was geändert. Und zwar hat ja freundlicherweise jemand, den ich den Namen vergessen habe, beim Forum und Castor jemand so einen Kurs hochgeladen mit Autodrive. Das hatte ich nun gestern übernommen gehabt, weil er einfach gut ist. Kurzer Eindruck, den ich hatte, so ziemlich alles angeschlossen, was geht. Also Stall, ja, so ziemlich alles, was man machen kann. Ich muss hier für mich aber anpassen, dass ich hier mit Mist ebenfalls anpasse. Gleich mal kontrollieren, ob die BGA auch entschlossen wurde. Denkt mal schon. Und das werden wir schauen, wie das gemacht wurde. Hier sieht man die angeschlossen. Alle beide. Also die Option habe ich dann auch entsprechend. Und so machbar. Und wir werden hier mal schauen, dass ich hinkriege, dass ich hier den Kurs. Kurz eingefahren bekommen. Also hier muss ich ja wegen dem Mist da tun. Vielleicht nicht ideal für Feld 12, aber immer anders geht es nicht. Ich weiß aktuell nicht anders. Also aktuell wüsste ich keine bessere Lösung. So, und wieder anbinden. Dann werden wir das kurz. Ja, hier noch ein Punkt. Einprogrammieren. Muss ich mal schauen, wie ich am besten ihn bezeichnen werde. Weil der Gute hat ja hier einen schönen Ordner angeschafft. So. Ja, ich habe endlich Freitag und Wochenende. Ja, und meine Schichten sind für die Woche erledigt. Und was die Frühschichten. Also ich habe geschafft die Woche. Und nächste Woche noch einmal Spätschicht und dann nochmal früh, 3 Tage und dann ist dann frei. So. Wie wir den am besten benennen? Unter Standard. Ja, da wüsste ich gerne, wie das geht, wenn man die Ordner entsprechend zuordnen könnte. Also. Erstmal egal, ich werde hier mal speichern unter B laden. Mist. Hof 3. Hier ist ja nur ein Stall, also von daher, jetzt fahren wir mal ganz kurz zum BGH, mal übers Feld ausnahmsweise. Wie ihr seht, ist hier ganz schön was los. Da muss ich mal schauen, sogar hier durchgefahren. Oha. Ja, gut, hier sogar mit Parkplätzen und so ein Zeug. Ne? Natürlich sind hier die Flüge aber ungünstig. Ne? Da muss ich ein bisschen mal sehen, dass ich Krollen kriege. Liefern die Glas, das passt. Also, an alles gedacht. Also, BGA, Hof 3. Ey, wir haben rückwärts fahren. Das klappt. Naja, gut. Schauen wir mal, ne? So, was haben wir am besten? Belan habe ich jetzt ja meinen Zug, also jeder Belan Mist. Hof 3, Ablan, BGH, Hof 3. Verkaufsstellen, Position Kiesberg, Kollision Holz. Ach so, hier das BGA, das Silos.
Standard. Tankstelle, Pferdestall, Gärtnerei. Gut, da sind nicht dabei. Hof 3. Hinter Hof 3, da haben wir V. Abholen, Gärres abholen, Hochsilo, Kuhstall, Milch abholen. Klar, Mist gibt's ja nicht, weil ich ja da eigenes Förderband habe. Ah, hier VGA, Beruf 3. Weizen. Mist. Ich fahre mal jetzt ganz pauschal mal dahin, was der Prinzip vorne anfängt, was eben wieder fährt. Das ist mir erstmal ganz interessant, ob das klappt. So, jetzt fährt er den Kurs lang, wie er eigentlich gedacht ist. Förderband ist etwas ungünstig, da muss ich mal sehen, dass ich ein bisschen anders hinkriege. Aber da kann ich ja meinen Kurs mal verändern. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Tja, die für Pferdegras abfahren ist vorbereitet. Das muss ich noch warten, bis es reif ist. Ich habe mal gesehen, da sind ja das. Da drüber, okay, passt. Ich hatte ja hier vorher auch einen Kurs runtergeladen gehabt und da waren es viele blaue Linien. Da war ich skeptisch, ob es klappt. Und siehe da, hatte ich gestern einige Fahrzeuge losgeschickt und wie es so ist, es wurde eng und ich kam dir entgegen. Das heißt, entgegenkommt, das geht nicht weiter. Ja. Ja, und dann habe ich entschieden, das ist ungünstig. Und dann bin ich über diesen Kurs eingefahrenen neuen Kurs gestolpert und dann gesagt, Mensch, dann probier mal aus, ne? Ob das klappt, ja, kann er nur besser werden oder schlechter. Und wenn es egal, muss man eh neu einfahren, ne? Oder selber einfahren. Ich habe sicherheitshalber den alten Stand gespeichert, gesichert und habe ihn nach wie vor gesichert noch, falls irgendwie ungünstig laufen sollte. Dann könnte ich ja hier im Prinzip eingreifen und sagen, okay, löschen und einmal neu. Klar ist jeder Kurs irgendwo gibt bessere und schlechtere Ecken. Ist gut möglich. Aber ich sag mal, den Aufwand, der jetzt hier gemacht wurde, ein dickes Dankeschön mal dafür. Ja, ist super. Ist der Traktor so schwach oder was ist hier los? Jetzt sieht man hier schon mal den Mod hier mit 43% und ja. Geht bergauf. Und hier haben wir auch blauen Linien genommen. Oh, ja, gut, ich meine, wenn es nicht so oft vorkommt, geht es ja, ne? Aber wenn das hier regelmäßig vorkommt, ist das Risiko natürlich groß, ne? Wahrscheinlich, weil er hier auch nicht anders durchkommen würde. Ja, okay. Ich weiß ja nicht genau, ob das hier Kursfehler es erkennt, einfach Allrive, und dann den entsprechend mal warten lassen würde, ne, wenn einer entgegenkommt. Könnte ja sein, ne? Das wird mal rausfinden. Aber ich hätte Sorgen gehabt, dass wir beim Abfahren vom Pferdegras mit bis zu 4 Abfahrern, anfangs würde ich 2 Stück nehmen, der Traktor ist zu schwach, beziehungsweise der Mist zu schwer. Naja, gut. Ich sag mal so, der hat ja nicht das. Hier vielleicht auch 18 eingestellt. Na, das fährt noch hier 12 km/h. Was macht der hier so ein Ecken gemacht hier? Na gut, wahrscheinlich darf das entsprechend warten. Hey. Ja, jedenfalls geht's hier jo, langsam voran. Geht bergauf, ne? So, Verschleiß oder Reibung oder keine Ahnung, was das sein soll mit dem eines Reifen in den Boden reingeht oder keine Ahnung. Ja, hier sind auch 2 Kurse oder das ist eng.
Das kenne ich hier von der älteren Version von der V2, dass ich da auch mal eigene Kurse gehabt hatte. Und da habe ich ja überwiegend auf Einbahnstraßen gesetzt. Ne? Also hier habe ich überall mit Einbahnstraßen gefahren. Also hier vielleicht nicht mehr, aber ansonsten überwiegend. Also überwiegend, dass ich da keine Probleme hatte mit den Autofahrern. So. Das ist ganz okay. Also wenn es so klappt, ist gut. Hier rechts ist ja Mais. Ist auch nicht gekeimt. Nö. Nee. Aber Unkraut wächst schon mal, das macht nichts. Wenn sie keimt ist, können wir das schon mal. Ich glaube, das ist schon gekeimt. Mal kurz gucken. Und zwar ist das im Wachstum. Das können wir auf jeden Fall schon mal bekämpfen. Schauen wir mal, wie jetzt hier rumkommt, da weg aus, war das heftig. Jetzt. Oh, hier Pferde. Ja gut, Pferde und so. Denke ich mal nicht, dass wir dazu kommen werden. Und hier, gibt es einen Haufen Wirrwarr. Also. Aber so ähnlich habe ich es auch mal gemacht. So ähnlich. Also ganz ähnlich. Nicht so genau. Und hier ist auch ein blauer Kurs. Aber wie gesagt, hier ist es mit blauen Kursen relativ selten. Also so, mal sehen, wie das BGH hinkommt, eine Rückwärtsfahne, das ist mir interessant. So, und dann muss ich sehen, den Milchfahrer muss ich noch einstellen. Und hier gibt es ja auch noch, also schon die ganzen Hochdienst angefangen. Das hatte ich ja beim anderen Kurs noch nicht gehabt, ne? Dass ich da musste ich also selber einstellen. Ne? Natürlich kann es das sein, dass wir hier und da mal ein bisschen justieren müssen, also verschieben müssen. Aufgrund der Größe des Anhängers oder des. Wie geht's dahin? Ah. Das ist jetzt ungünstig. Mit denen habe ich nun gar nicht gerechnet. Muss ich mal wissen, der hat doch keine Geduld, unser Autofahrer hat keine Geduld. So, nächste Problem, unser Anhänger für. Den hatte ich hier reingestellt, wegen dem das trocken bleibt. Machen wir so, ne? Gut, dann dürfen wir keine großen Fahrzeuge fahren, ne? Gut, von der Höhe ist noch ein bisschen Platz, ne? Also von daher. Ist ja die BGH ist ein bisschen zu eng, ne? Gebe ich ehrlich zu. Aber das scheint zu funktionieren. Ich meine, ich hätte es nicht so alleine nicht so gut hinkriegt, wenn man zu sagen, ne? Da fehlt mir ein bisschen die Geduld. Deswegen liebe ich ja diese Fahrzeuge, die lassen sich gut lenken. Also. Von daher, ja, Daumen hoch, super. Einen ganz schwierigen Teil bestanden. Okay, dann gehen wir mal kurz zur WGH und zum Kuhstall. Dann aktivieren wir den Förderband, dass er loslegen kann. Und dann mal sehen, dass wir den Milchfahrer finden, ne? Viel Mist ist ja nicht, aber das muss ja halt weg. Aus Erfahrung vom anderen Spielstand, wenn ich so lange warte,
dann ist es. Anführungszeichen ganz schnell. So, dann können wir gleich mal Wasser geben. Da, Mu. Unsere fleißigen Kühe geben fleißig Milch. Gut, Wasser haben sie gekriegt. Da muss ich noch die Pumpe anschließen. Ne? Das hat er aber auch gesagt, geschrieben im Wasser. Das hat er nicht gemacht, weil er benutzt hat gleich, was ich auch benutze. Und von daher ist es ja auch okay. So, Silogras. Immer noch Silogras. Okay. Wasserfahrer habe ich unterwegs. Mich fahren unterwegs. Denn hier ist. Müsste Silage sein, oder? Da ist Heu. Und hier ist überall Heuballen, die gekauften. Und da warte ich, bis die Silageballen soweit sind. Dann kann ich da was reintun. So, wo haben wir unseren Kollegen? Ich hatte ja schon einen unterwegs gehabt. Ein Fahrer. Das ist der. Das funktioniert wieder nicht. Dann schalten wir durch. Hier habe ich auch, aber hier muss ich sehen. Gerade so gesehen, das ist ein Kurs. Ich werde hier so ein Regal hinbauen. Hier oder da drüben. Dass da besser ist, dass hier System drin ist. Hier ist ja meine Sämaschine. Da drüben eine Erntemaschine. Ne? Und hier will ich. Achso, ja, wegen Unkrautbekämpfung. Ja, gut. Erstmal den Mähfahrer suchen. Ja, den muss ich auch noch Holz holen. Ja, hier wollte ich hier meine ganze Flotte für bereitfahren für hier, das ist unser Pferdegras, ne? Ob das Maisgebiss funktioniert, das muss man sehen. Da bin ich noch nicht ganz überzeugt. Laut Beschreibung soll es funktionieren. Lass mich überraschen, ne? Das ist ja noch ein Wachstum. Den Mod Refarming habe ich hier noch nicht drauf genommen, weil ich erstmal die ganzen Fälle abernten will, ne? Also hier Mais und Sonnenblumen. Das will ich erst abernten. Hier ein bisschen ändern, das ist kein Problem. Hier auch. Bruder steht eh nur da. Kein Problem. Können wir gleich mal abkippen. So schön Mist bekommen, ne? Der wartet wieder, bis er voll ist. Na, hier 44%. Ja, Fahrer 1 und Fahrer 2 und hier haben wir unser, ne, unser, hier ist der nächste Zug, das ist wirklich den letzten, den können wir in Richtung Feld um 8:30 schicken. Und da ist schon ein Wachstum, da werden wir auch entsprechend geht ja ziemlich zügig, dann fahren wir da hin. Lenkung geht sogar. Weil meistens Lenkung vergesse ich meistens am Anfang und dann sehe ich gleich fest, oh, ich habe hier gar nicht ich könnte noch vorne so einen Tank verwenden, das stimmt, dann wäre das ein bisschen mehr Luft. Ja, Mist ist ein Blocking, weil er jetzt noch nicht voll ist. Ja, Luzerne und Klee habe ich rechts. Einmal Luzerne hier ist, glaube ich, Luzerne und da hinten ist Klee. Das will ich beides so zu Ballen wickeln, ne? Mal sehen, ob das sich das verfärbt. Wenn das dunkel wird, dann ist es gut. Ja, X war gewesen, ne? Ja, X. Ja gut, oh, 17%, da können wir bald reparieren. Das sieht mir ganz gut aus, von der Farbe her. Und dieser Mod soll ja eigentlich dafür sorgen, dass er ein bisschen einsinkt. Das macht er auch. So, mal gucken, ob er spritzt.
Er färbt sie ein. Gut. Dann machen wir mal einen Kurs. Das machen wir noch fertig, dann kann er arbeiten. Kursgenerierung. Nummer 38. In dem Fall mache ich immer zwei Vorgewände. Weil Wenden hier im Wald ist ganz gut, wenn er zwei hat. Ansonsten lasse ich es so stehen mit 7% und mit links. Also im Uhrzeigersinn. Kurz berechnen und lasse ich hier im Wald, wie gesagt, das ist gut, wenn er hier und da sind auch Bäume. Das ist immer riskant. Das kann jetzt schon eng sein. Und hier ist hier. Ersten Wegpunkt und ein Stern. Gut, Schauer, das soll es auch schon für heute gewesen sein. Dann seid mal tschüss und ciao, ciao. Ja, morgen geht's dann hier weiter mit Unkrautbekämpfung und dem Wegfahrer suchen. Tschüss und ein dickes Dankeschön fürs Reinschauen. Tschüss.